Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kickoff und Subtile Schalke, meinem Projekt über den FC Schalke 04. Und heute sprechen wir über die Trainerkandidaten, über den Geheimfavoriten, den es auf Schalke 04 gibt und wer eben auch für mich am besten als Trainer passen würde für einen Schalker Neuaufbau, womöglich natürlich auch in Liga 2. Also im Sommer kommt ein neuer Coach, Christian Groß wurde als Feuermann geholt, nicht mehr, nicht weniger. Sprich, im Sommer gibt es einen großen Neuaufbau auf Schalke mit neuer Sportvorstand, wahrscheinlich auch noch einen neuen Sportdirektor, ein neuer Trainer plus höchstwahrscheinlich eine komplett neue Mannschaft. Wie gesagt, hängt einfach stark davon ab, ob man absteigt oder nicht. Steigt man ab, was aktuell natürlich extrem wahrscheinlich ist, wird es nahezu eine komplett neue Mannschaft geben. Sprich, eben dann noch mit einem neuen Trainer, was sicherlich auch dann für diesen Mann durchaus spannend ist. Kurz zum Sportvorstand, der wird wohl Mitte, Ende März gefunden und dann wird eben auch die Suche nach einem Trainer intensiviert, was natürlich klar ist, denn der Sportvorstand ist einfach dafür zuständig, einen neuen Trainer oder generell einen Trainer natürlich zu beschäftigen. Der Aufsichtsrat, der natürlich alles absegnen muss, der hat auf Schalke aktuell wohl drei Kandidaten mit einem Favoriten im Kopf und genau über die sprechen wir und dann natürlich auf die große Frage zu kommen bei diesen drei Kandidaten. Wer passt von denen eigentlich am besten zu Schalke 04? Was denke ich, wem man dort holen muss? Bevor ich auf jeden Einzelnen eingehe, muss ich mal sagen, dass das auch echt drei gute Leute sind, die ich auch in meinem Stream schon vorgeschlagen habe. Eigentlich sind es genau die drei, die ich mir auch erhofft habe für einen möglichen Neuaufbau und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und das natürlich auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Aber jetzt kommen wir zum Kandidat Nummer 1 und das ist einer, den wir mittlerweile sicherlich durch manche Gerüchte auf jeden Fall schon kennen. Und zwar Dimitrios Grabotsis. Der Grieche hat ehemalig mal den SV Darmstadt trainiert vor gut 2 Jahren und hat dort wirklich gut funktioniert, aber man konnte sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Er hat Darmstadt stabilisiert in der 2. Liga, hochgeführt auf Platz 7, wirklich eine gute Saison gespielt. Eigentlich hätte man aus Darmstädter Sicht ihn behalten müssen, aber wie gesagt, Vertragsdetails passen einfach nicht und deswegen hat man sich dort einvernehmlich getrennt. Er kennt somit natürlich schon die 2. Liga und vor allen Dingen auch die Gegend auf Schalke. Grabotsis ist aus Wuppertal, also nicht weit weg vom Ruhrpott und wie gesagt, er ist einfach vom Typ her einer, der wirklich gut dorthin passen könnte. Natürlich auch ein Vorteil bei Grabotsis, was die Sachen in Richtung Ablösung für den Trainer angeht, hat man natürlich letzten Jahr auch häufiger mal gehabt. Für zum Beispiel in Weinzierl wurde 3 Millionen Euro investiert, dass man das nicht braucht. Denn Grabotsis ist logischerweise direkt verfügbar, ist aktuell vereinslos und er wurde auch schon mal 2-mal gehandelt. Warum ich das sage, dadurch merkt man natürlich auch, Grabotsis ist immer wieder ein Kandidat gewesen. Man spricht über ihn, der Name ist sicherlich auch präsent. Er wurde vor der Verpflichtung von Manuel Baum intensiv diskutiert auf Schalke und eben auch vor der Verpflichtung von Christian Groß. Da war es aber eher halt Richtung Feuermann, deswegen war er da kein Thema. Für mich, Dimitrios Grabotsis ist ein spannender Trainer, vor allen Dingen eben auch für den Neuaufbau in Liga 2 sicherlich gut geeignet und dort könnte er gut passen. Bleibt man noch in der 1. Liga, gut, vielleicht dann eher kein Kandidat für mich, aber wir sprechen jetzt sicherlich eher über die 2. Liga, was logisch ist. Und da, Grabotsis ist ein sehr, sehr spannender, junger Name, der auf Schalke sicherlich auch langfristig wieder was aufbauen kann. Und nun kommen wir sicherlich zum bekanntesten Namen auf Schalke von diesen dreien, der von vielen Fans auch gehandelt wird, aber der auch mittlerweile in den Medien und sicherlich auch im Vorstand besprochen wird. Und das ist Domenico Tedesco. Viele von euch kennen ihn sicherlich damals noch von Schalke 04, damals vor gut 2, 3 Jahren noch dort gewesen. Schalke 04 hat er zur Vizemannschaft geführt in seinem ersten Jahr, dann aber auch viele, viele Fehler gemacht und am Ende, ja im Abstiegskampf, wurde er nach dem 0:7 bei Manchester City in der Champions League entlassen. Die Rückkehr Tedescos ist aber immer wieder ein Thema und natürlich sprechen auch einfach Komponenten dafür, denn Schalke sucht einen neuen Trainer, Tedesco möchte zurück nach Deutschland und sein Vertrag in Moskau läuft im Sommer eben aus. Was schon mal Fakt ist, dass Tedesco eben Moskau verlassen wird, das hat er schon bekannt gegeben und ja, man ist vor allen Dingen auch aus Schalker Sicht natürlich mit Tedesco im Guten auseinandergegangen, im Großen und Ganzen. Also man hat auch so ein paar Worte gewählt, man wird ihn bestimmt nochmal wiedersehen auf Schalke, man ist jetzt nicht irgendwie komplett im Streit auseinandergegangen, denn Tedesco und Heidel passt am Ende eher nicht, beziehungsweise wurde er von Heidel eher im Stich gelassen, aber zwischen Schalker und Tedesco ist ja nie wirklich was vorgefallen. Schneider ist bald eh weg, klar, aber deswegen ist jetzt nicht so krass negative Stimmung, sprich, dass das eine Rückkehr nicht im Wege stehen sollte. Was natürlich noch ein Thema ist, dass natürlich viele Ex-Spieler Tedesco noch einfach auf Schalke aktuell hat, die aber beim Abstieg einfach auch höchstwahrscheinlich weg sein werden, dass das Problem auch schon mal weg ist, denn man muss ganz klar sagen, klar, Tedesco Vizemeister, aber natürlich hat mit ihm auch der Negativtrend der letzten 3 Jahre begonnen. Das darf man nicht außer Acht lassen, das muss man einfach ganz klar so sagen. Aber natürlich muss man auch sagen, Tedesco ist an sich ein guter Trainer, hat sicherlich taktisch enorm viel drauf, teilweise sicherlich auch zu viel in der Theorie, aber er hat sich natürlich auch mit Schalke identifiziert. Klar, das sehen manche auch anders, dass es vielleicht doch eher gespielt war oder sowas, kommt zumindest bei manchen Fans sicherlich so teilweise rüber.
Klar, er stand noch mal in der Kurve, hat nichts zu sagen, aber für mich hat Tedesco auf jeden Fall Schalke 04 durchaus verstanden, was zumindest Malochen und sowas angeht, denn so war ja auch der Fußball in seinem ersten Jahr auf Schalke, aber er hat auch einfach einige Fehler gemacht und das muss man einfach nicht oder das darf man auch nicht außer Acht lassen, das muss man auch einfach berücksichtigen, denn der Fußball, den er gespielt hat, war sicherlich nicht schön, aber erfolgreich, aber dann wollte man so viel, man hat einfach Transfers getätigt wie Sebastian Rudi, wie Marc Uth, die teuer waren, die für Beibelzufall waren, den Tedesco einfach nicht bieten konnte und natürlich hat der Schalke 04 so ein bisschen in den Dreck gezogen durch die ganze Geschichte mit Hövedes, mit Naldo und mit Fährmann. Er hat mal komplette Hierarchie durcheinander gebracht. Mit Hövedes konnte man sicherlich noch nachvollziehen, aber nicht nach dem zweiten Fall Naldo, nach dem dritten Fall Fährmann. Und das muss man ihm ankreiden, denn aus diesen Fehlern muss ein Tedesco gelernt haben, sonst wird es auch im zweiten Mal auf Schalke einfach nicht funktionieren können. Tedesco kann sich wohl eine Rückkehr eher in der ersten Liga vorstellen, wenn Schalke dort bleiben wird. Aber ich denke mal, wenn man ihn wirklich will, wenn er auch wirklich zurück nach Schalke will, geht's auch in Liga Nummer 2, die er ja auch schon aus Auer Zeiten damals noch kennt. Also, Personalie Tedesco, spannend und für mich aber auch heikel zugleich, denn er muss einfach aus seinen Fehlern gelernt haben, was einfach diese Führungsspieler-Qualitäten auch einfach betrifft, was die Taktik angeht, aber natürlich auch, was die Außenerstellung angeht. Aber insgesamt, finde ich, könnte ein Tedesco wirklich ganz gut passen, wenn er eben eine neue Mannschaft bekommt und die halt eben mitgestalten kann, um man sich wirklich langfristig darauf einigt, was für eine Taktik möchte man gehen, wenn man wieder diesen dreckigen, vielleicht aber dafür auch erfolgreichen Fußball spielen will, müssen dafür die Spieler geholt werden und nicht Sebastian Rudi und Marc Uth, die sowas einfach nicht wirklich gut spielen können, weil sie halt extrem gute Fußballer an sich sind. Und jetzt kommen wir zum Geheimfavoriten, wie es die Bild gesagt hat, und das ist, wow, große Überraschung, Steffen Baumgart vom SC Paderborn, auch das ist mein Kandidat sicherlich für diesen Posten, den ich auch schon häufiger mal angesprochen habe. Und bei Baumgart gibt es auch viele Faktoren, die für einen Wechsel nach Schalke sprechen könnten, denn sein Vertrag läuft aus, sprich er wäre zu haben. Baumgart mittlerweile gut 4 Jahre in Paderborn und ja, vielleicht hat er auch mal Bock auf eine neue Herausforderung und ich schätze ihn durchaus auch so ein. Im März hat Baumgart gestern aber bestätigt, wird es Gespräche geben zwischen ihm und Paderborn, aber auch nochmal ganz klein was gegeben, das heißt nicht, dass es auch zwingende Einigung geben wird. Der SCP ist eine erste Ansprechpartner, alleine auch schon aus Respekt wird er das machen. Er ist natürlich auch Gesicht von Paderborn geworden in den letzten 4 Jahren und deswegen will man mal gucken, was da so möglich ist in Paderborn mit einer möglichen Vertragsverlängerung. Baumgart, erstmal als Typen, hat eine enorm direkte Art. Viele von euch kennen sicherlich das Interview nach dem Dortmund-Spiel, aber er hat noch viel, viel mehr als so diese direkte Art. Als Typ könnte es einfach wunderbar passen, weil er Spieler einfach motivieren kann, weiterentwickeln kann und vor allen Dingen in einem Club wie Schalke oder mit seiner klaren Meinung sicherlich auch extrem weiterhelfen kann. Er führte Paderborn jetzt mal zum Sportlichen, weil viele reduzieren Baumgart auch seine Interviews und meinen, ja nur weil er gute Interviews führt, wollen ihn welche auf Schalke haben. Das ist Blödsinn, denn Baumgart hat auch sportlich enorm was drauf. Er führte Paderborn von der dritten Liga in die zweite, in die erste und jetzt aktuell etabliert der Paderborn souverän in der zweiten Liga. Genau das, was Paderborn mit ihm generell langfristig vor 3 oder 4 Jahren einfach vorgehabt hat. Und das muss man einfach ganz klar ihm zugutekommen lassen, denn er kann auch mit geringen finanziellen Mitteln ein Team extrem gut weiterentwickeln. Und genau das ist auch ein Thema auf Schalke. Finanziell wird es schwierig im Sommer, da generell viel zu machen und da natürlich einen Mann zu haben mit Steffen Baumgart, der gar nicht mal so gute Spiele an sich braucht vom Preis, sondern auch aus wenig Guten was richtig Gutes machen kann oder aus wenig Geld viel Gutes machen kann, sicherlich durchaus spannend. Deswegen für mich Steffen Baumgart für einen Neuaufbau in Liga 2 der Top-Kandidat, da kommt auch nahezu keiner dran. Man muss sich bewusst sein, Baumgart steht für extrem offensiv starken Fußball mit viel Schwung nach vorne. Dafür braucht man auch die passenden Spieler. Die müssen kommen, die müssen geholt werden und man muss ihm auch ein bisschen Vertrauen schenken. Aber ich glaube, dann kann Baumgart und Schalke langfristig auch richtig, richtig gut funktionieren. Also, Schalke braucht im Sommer einen neuen Trainer, das ist klar. Vor Ende März wird aber wenig passieren. Sicherlich werden die Medien jede Woche so einen Bericht rauskramen, wer jetzt Favorit ist, wer da geheim Favorit ist und wer der geheime neue Trainer sein wird. Aber der S04 braucht erst einen neuen Sportvorstand und das wird sich sicherlich noch hinziehen bis Ende, Mitte März, Anfang April. Und bis dorthin wird wahrscheinlich auch nicht wirklich viel auf der Trainerposition passieren. Aber wir können auch noch reichlich diskutieren darüber. In gut 2 Stunden um 17 Uhr gehe ich hier live auf Kickoff zur Schalker Sprechstunde. Da könnt ihr natürlich alles fragen zu den Trainerkandidaten. Da können wir nochmal genau drauf eingehen. Und natürlich auch könnt ihr zu allen anderen Themen auf Schalke ordentlich Fragen stellen. Da sehen wir uns wieder. Lasst gerne ein Abo da, würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns um 17 Uhr live hier auf Kickoff zur Schalker Sprechstunde. Macht es gut, ciao und bald am Ball.